Wir brauchen jede Menge Blümchenblüten. Ich habe jede Menge super schöne Stoffreste von den Melanie-Stoffen von Stofffabrics. Sie sind übergeblieben als Abschnitte von meinem Tropenhausquilt. Und aus diesen Stoffresten möchte ich nun ganz viele unterschiedliche Blümchen für meinen Tropenhausquilt arbeiten. Ich möchte, dass auf meinem Tropenhausquilt kein Blümchen doppelt ist. Alle Blümchen sollen komplett anders aussehen und ich möchte beim Quilten entscheiden, wann möchte ich denn wo welches Blümchen haben. Das heißt, ich möchte das Ganze vorbereiten, damit ich einmal sehe, ob das funktioniert, denn wenn ich auf meinem 2x20x2,20 m großen Quilt im Zickzack quilte und eine Applikation umquilte, müsste ich meinen Quilt fortwährend drehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass mein Quilt immer in der gleichen Richtung vor mir liegt und dass ich trotzdem Zickzack auf meinem Quilttop applizieren kann. Das probieren wir heute einmal aus. Dazu arbeiten wir einen Untersetzer für eine Tasse und wir schauen, wie setzen wir die Idee um und funktioniert das und was müssen wir dabei beachten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Ich habe jede Menge Stoffreste zur Verfügung und diese Stoffreste klebe ich nun auf mein Flisofix. Flisofix ist ein beidseitig klebendes Vlies. Es hat eine Klebeseite, eine Trägerpapierrückseite und wenn wir unser Flisofix von der Trägerpapierseite abziehen, erhalten wir die zweite Klebeseite. Auf diese erste Klebeseite kleben wir nun einmal unsere Stoffreste. Ich möchte jede Menge Blüten für meinen Tropenhausquilt arbeiten, also brauche ich jede Menge Stoffreste. Wenn ich meine Stoffreste auf mein Flisofix verteilt habe, lege ich ein Stück Backpapier über meine Stoffreste. Achtet darauf, dass die Stoffreste gut liegen. Und ich bügel meine Stoffreste einmal auf Flisofix auf. Wenn ihr das macht, achtet darauf, dass ihr wirklich ein frisches Stück Backpapier nehmt, damit ihr nicht aus Versehen Flisofix-Reste, die am Backpapier klebten, auf eure Stoffvorderseite bügelt. Aus meinen Stoffresten möchte ich gerne Blüten arbeiten. Und damit das geht, habe ich mir ein Blatt mit Blütenblättern vorbereitet. Und diese Blütenblätter schneide ich einmal aus. Meine einzelnen aufgebügelten Stoffstücke schneide ich mir gerne aus, damit ich das Ganze besser handhaben kann. Und wenn ich mag, kann ich meine einzelnen Blütenblätter auch einzeln zuschneiden. Meine Blütenblattformen müssen nicht so hundertprozentig genau ausgeschnitten werden. Das heißt, ich kann bis zu 4 Lagen von meinem mit Flisofix bebügelten Stoff nehmen und übereinander legen. Dann wähle ich eine Blattform und ich schneide sie einmal aus. Ich habe mir für diese Mischung aus Papier und Stoff eine extra gebogene Schere hingelegt, sodass ich damit nun einfach meine Stoffe zuschneide. Jedes Blatt wird dabei ein bisschen anders und das ist gut so. So. Das sind meine ersten 4 Blütenblätter. Und nun kann ich alle meine Blütenformen nach Lust und Laune ausschneiden. Aus diesen Blütenblättern forme ich Blüten, während ich den Quilt quilte. Überall da, wo ich meine, hier passt ein Blümchen hin, setze ich die Blüte direkt auf dem Quilt zusammen. Eine Blüte möchte ich einmal zu Ende arbeiten. Und zwar als Tassenuntersetzer. 2 Stoffstücke, 15x15 cm, lege ich mit den rechten Seiten aufeinander. So, und füllen möchte ich das Ganze mit der Bambusfüllung von Matilda's Own. Denn mit dieser Füllung möchte ich auch meinen ganzen Tropenhausquilt füllen. Und das ist eine gute Gelegenheit, um Erfahrungen im Umgang mit dem Vlies zu bekommen. Also lege ich meine Füllung 12x12 cm einmal oben auf die zweite linke Stoffseite. Und um das Ganze nähe ich einmal herum
und ich lasse eine Wendeöffnung. Ich nähe ganz knapp über mein Vlies, denn mein Vlies hat keine Klebeseite. Es haftet zwar gut am Stoff, aber wenn ich das wende, möchte ich auf jeden Fall wissen, dass mein Vlies auf der richtigen Seite liegen bleibt. So schaut das Ganze aus und das möchten wir nun einmal durch unsere Wendeöffnung drehen. Wir greifen in unser Sandwich hinein, ziehen das Ganze auf die andere Seite. Wenn wir unser Mini-Sandwich vorbereitet haben, können wir nach Lust und Laune Blüten legen. Wir können jede Blüte, die wir mögen, einmal ausformulieren. Wir können einzelne und wir können zusammengesetzte Blüten arbeiten. Eine einzelne Blüte. Vielleicht möchten wir unsere Blüte aber noch ein bisschen mehr verzieren. Das sieht super süß aus. Ich könnte die ganze Zeit mitspielen. Wir können alle möglichen oder unmöglichen Formen legen, die uns gut gefallen. Und mit all den unterschiedlichen Formen können wir viele unterschiedliche Blüten schaffen, ohne dass sich unser Thema wiederholt. Wir haben genügend Formen, wir haben genügend Raum, um mit all unseren Formen und Farben zu spielen. Dafür bietet sich so ein Stofffarbkasten, so ein Stoffmalkasten ganz wunderbar an. Egal was wir machen, das Ganze sieht immer gut aus. Wir haben genügend Formen, sodass sich kein Thema wiederholt, sodass wir immer wieder neue spannende Blüten legen können. Wenn wir uns für eine Blüte entschieden haben, dann kleben wir die einzelnen Blütenblätter zusammen. Dazu ziehen wir von der Rückseite der einzelnen Blütenblätter das Papier ab. Wir setzen unsere Blüte zusammen. Und nun können wir die Blüten, so wie sie aufgebaut sind, einmal separat vorbereiten. Wir bügeln jedes einzelne Element. Hier bügel ich mein gebogenes Blatt auf mein Herzchenblatt auf. Und das wiederhole ich bei allen Herzchen. Und nun setze ich das Ganze zusammen. Wie auch immer ich das zusammensetzen möchte, wir haben jede Menge Möglichkeiten, auch während des Prozesses immer noch unsere Ideen zu verändern. Wir können unsere Blüte zum Beispiel erweitern, so wie hier mit den dahinter gesetzten Blättern. Ich mag es, dass die Blüte hier eine ganze Ecke größer wird und dass sie mein kleines Patch für meine Kaffeetasse ausfüllt. Wenn unser Blümchen so liegt, dass uns das Ergebnis gefällt, bügeln wir ganz leicht nur die Spitzen an, damit wir alles noch ändern können, wenn etwas verrutscht oder wir doch nicht damit einverstanden sind. Solange wir das nicht fest aufgebügelt haben, sondern nur ganz leicht die Spitzen angebügelt haben, können wir jede Position noch ändern. Wir können unser Blütenblatt abziehen und neu zusammensetzen. Wenn dann alles so ist, wie wir das gerne mögen, dann bügeln wir das einmal richtig fest. Wenn alles hält, setzen wir noch unsere Blütenmitte ein, bügeln auch diese fest und nun geht's zur Nähmaschine und wir quilten unsere Blüte auf. Meine Blüte habe ich fertig vorbereitet. Ich habe sie auf mein Sandwich mit Flisofix aufgebügelt, sodass nichts mehr verrutscht. Nun möchte ich sie gerne quilten. Ich möchte diese Blüte später auf meinen Tropenhausquilt quilten, also ist das eine gute Gelegenheit, um mal auszuprobieren, wie sieht das Ganze mit einem neutralen Faden aus. Mit einem neutralen Faden könnte ich dann vielleicht den kompletten Quilt quilten und auch meine Blumen umquilten. Das probieren wir einmal aus. An meiner Maschine habe ich die Stichweite auf 0 gestellt, die Stichlänge auf 0 gestellt, den Transporteur versenkt. Jetzt hole ich noch meinen Unterfaden nach oben, vernähe dreimal auf der Stelle und wir legen los. Ich möchte um jede aufgebügelte Fläche herumquilten. Wir vernähen dreimal auf der Stelle. Wenn ich dreimal auf der Stelle vernäht habe, nehme ich meine Nadel hoch
und ich stelle einen Zickzackstich ein. Meinen Zickzackstich stelle ich auf 2 ein. Ihr schaut, wie breit möchtet ihr euren Zickzackstich wählen. Unser Faden ist vernäht und wir legen los. Wenn ich ein kleines Blütenblatt hier quilte, dann drehe ich mein Patch einmal rundherum. Und ich drehe und ich drehe bei jedem Blütenblatt. Das ist bei diesem kleinen Patch gar kein Problem. Wenn ich aber diesen großen Tropenhausquilt habe, dann lässt sich das ganz schlecht umsetzen. Das heißt, ich möchte auch hier jetzt schon versuchen, wie kann ich mein Top halten, ohne es viel drehen zu müssen. Das probieren wir aus. Damit man das in der Kamera verfolgen kann, setzen wir rechts und links eine Nadel. Diese Nadeln brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist nur eine Hilfe. Wir orientieren uns in diese Richtung. Mein riesengroßes Quilt-Top, simuliert von meinem kleinen Patch, würde jetzt genau so liegen. Und nun versuche ich, meine Blüte zu quilten, ohne sie viel zu drehen. Vierteldrehung. Zurück. Jetzt neigt man dazu, das Ganze weiter zu drehen, damit man die nächste Blüte wieder genauso vor sich liegen hat. Aber unser Top bleibt so liegen. Und wir sehen hier schon, wir haben hier eine sehr schöne schmal gefasste Kante. Die sieht ganz gut aus. Also versuchen wir das weiter so. Überall da, wo wir das Gefühl haben, wir fassen das nicht richtig. Da fahren wir einmal an dem äußeren Rand entlang. Und wir fahren einmal ein eindeutig klares Stück über dieses Mittelstück hier, wo ich Angst habe, ich fasse das nicht richtig, ganz klar über diese Fläche, dass ich auf beiden Seiten meiner gestickten Naht meinen dunklen Farbton sehe. Und das Stück male ich nun aus. Hier übertrieben dick. Ich entscheide selber, wie viele Lagen möchte ich dort gerne einarbeiten. Hier habe ich das sehr schmal, das gleiche Thema. Und hier einmal sehr deutlich und dick, dass man sieht, wie funktioniert das. Wenn uns unser Ergebnis gefällt, stellen wir die Stichlänge auf 0 und vernähen dreimal auf der Stelle. Bei unserem großen Quilt
holen wir den Unterfaden nach oben, hier bräuchte das nicht. Und wir schneiden unsere Fäden ab. Und so schaut unsere erste fertige Blüte aus. Hey! Ich glaube, sie wird sich in meinem großen Quilt sehr schön machen. Sie wird da sehr gut aussehen. Und ich glaube, es ist auch ein sehr schönes Thema für einen kleinen Untersetzer oder für einen kleinen Quilt nur aus Blüten. Worauf wir achten müssen, wenn wir zickzack im Quilt quilten und immer wieder über die gleiche Stelle gehen, je öfter wir über die gleiche Stelle gehen, je steifer wird unser Ergebnis. Ich bin neugierig, was ihr aus diesen Blüten arbeitet. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten.